Wir haben was ganz Leckeres vorbereitet. Wir haben zwar nicht so wahnsinnig viele Zutaten heute, aber es sollte schmackhaft sein. Lilo, du hast es uns mitgebracht. Ja, das ist kubanisches Hühnchen. Und das wird mariniert in Orangensaft, Limette und Zitronensaft, dass es gut durchzieht. Und dann gewürzt mit Kreuzkümmel und Oregano und Salz und Pfeffer. Und super. Dann gibt es noch Zwiebeln und Knoblauch zum okay. Geschmack. Und dazu wollen wir Wildreis machen. Damit fangen wir an, weil der am längsten dauert. Genau. Da haben wir so eine Höllenmaschine dahin. Soll ich alles reintun oder willst du es machen? Wir können zusammen hingehen. Wir schauen uns das mal an. Anna, du bist jetzt hier quasi so als optisches Highlight zwischen uns. Was machst du hier und was hast du eigentlich für einen Job? Ja, jetzt werde ich dich auch ganz alleine gelassen. Nee, du hast gerade wir hören ja zu. Ja, was mache ich hier? Also der Volker hat mich hier hineingeladen, weil ich bin Fotografin vom Beruf. Und wir haben uns letztes Jahr auf der Reha-Care, das ist eine große Behindertenmesse in Düsseldorf, kennengelernt. Weißt du, da stand der auf einmal vor mir und meinte so, mit Ihnen muss ich reden. Und ich war so völlig von den Socken, weil ich überhaupt kannte den doch gar nicht. Ja, ich war erstmal geschockt. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und ja, jetzt bin ich irgendwie öfters. Das heißt, bist du Pressefotografin oder? Nee, ich bin richtig ausgebildete Fotografin. Also ich hab das und hast du ein Studio? Nee, noch nicht. Noch also ich nicht. Bin letztes Jahr aus der Ausbildung erst gekommen und habe mich jetzt freiberuflich gemacht und studiere im Moment noch. Also ich studiere noch Fotodesign hinterher, weil es ist so, dass ich nach der Ausbildung nicht direkt eine Festanstellung gekriegt habe und jetzt einfach versuche, mein eigenes Ding zu machen. Und deshalb will ich die Zeit, in der man so eine Selbstständigkeit aufbaut, das dauert ja immer so ein bisschen nutzen halt, oder mit dem Studio halt ausfüllen. Na, es ist ein spannender Beruf, gerade wenn man jetzt ein kleiner Mensch ist, so wie wir zwei, dann ist es natürlich außergewöhnlich. Ne? Ich muss mal jetzt einfach, damit ich politisch korrekt bin, darf man das Wort behindert überhaupt verwenden? Oder ist das. Klar. Ja. Ja, weil politisch korrekt ist es. Ist es. Aber fühlen wir uns als Behinderte? Nee. Also ich aber wie unterscheiden wir denn? Ich fühle mich mobilitätseingeschränkt. Okay. Aber das kannst du mit 2,8 auf dem Kessel nicht mehr sagen. Und dann sagst du nämlich, wie total behindert. Verstehst du? Das geht immer. Ja, das geht immer. Ja. Lilo, hattest du eigentlich ein Lieblingsgericht als Kind? Ich hatte Gerichte, die ich nicht mochte, ums Verrecken nicht, aber die man mir trotzdem eingetrichtert hat. Also Grießbrei. Den habe ich auch immer wieder ausgespuckt. Und ich mochte das auch nicht. Und ich bin ja nun ein Kind noch der späten 50er Jahre. Da ging es um Rachitis und zu wenig Sonne, also Vitamin B. Lebertran gab es jeden Abend. Ein Teelöffel, kennst du das immer? Nee. Ja, also vom Namen. Ja. Also Lebertran, ja, hat man auch mal an mir ausprobiert. Ja, das hat nicht eingeflößt. Danach wurde das Produkt abgeschafft. Bei Kindheit habe ich jetzt erstmal an die ganz frühe Kindheit gedacht, aber später habe ich dann doch mir sehr viel bei meiner Mutter abgeguckt. Die hat mich schon sehr früh zum Kochen gebracht. Mama, verzeih diesen blöden Witz. Die war eine sehr gute Köchin, sie lebt noch, aber sie hat eben schwer Arthrose und andere körperliche Behinderungen, sitzt auch im Rollstuhl. Mhm. Und es tut ihr richtig weh, dass sie nicht mehr kochen kann. Ich habe dafür jetzt ihre über 100 Kochbücher bei mir stehen. Über 100? Ja. Das ist ja unglaublich. Ich lese so gerne Kochbücher. Man muss das ja alles gar nicht machen. Und das Tolle, du bist ja nicht so geübt, ne? Das Tolle ist, man Anna muss sich nicht mal an die Rezepte halten. Einfach nur inspirieren lassen. Eben, und dann Freestyle und dann geht das los, ne? Ja. Und ein Kochbuch ist auf jeden Fall interessanter als ein Telefonbuch, wenn man nichts anderes zu lesen hat. Das ist wohl wahr. Anna, du kannst aber schon mal, wenn wir das Fleisch da drüben haben, kannst du da ganz einfach, das ist ziemlich easy, aber es ist auch sehr, sehr scharf, so ein bisschen von den Limetten und von den Zitronenschalen drüber reiben, so komplett, dass das so ein bisschen mit einziehen kann. Sag mal, wollt ihr eigentlich was trinken? Oh ja, gerne. Im Moment. Ich habe ein schönes zum mexikanischen Gericht, natürlich ein mexikanisches Bier da hinten im Kühlschrank. Na, das ist natürlich eine Ansage. Und das ist natürlich ein Trick, ja, wenn man nur nippen, aber das gibt doch noch Stimmung dazu. Sag mal, kannst du das eigentlich so mit dem öffnen? Nein. So, das kannst du das nicht. Das ist mir nicht gegeben. Das ist ja, dann muss ich es mal probieren, so mit dem Messer und so.
Haben wir keinen Öffner? Ich glaube jetzt gerade irgendwie nicht. Nein. Dann müssen wir es erstmal so probieren. Meine Tante Vera könnte das mit den Zähnen machen, nee. Aber das will ich lieber nicht versuchen. Also ich habe Glasknochen nebenbei bemerkt. Ja, bitte sei sehr, sehr vorsichtig. Nee, das wird, also das... Also beim besten Willen. Und ich will es auch nicht riskieren. Und jeder sagt mir immer, das ist so einfach und dann brichst du dir einen an. Nee. Der Westermann probiert das nicht. Wir kriegen bestimmt gleich von unserer netten Küche einen Öffner. Aber jetzt sag mal, weil du Glasknochen sagst, ist das unterschiedlich gefährdet an verschiedenen Körperstellen? Weil ich sehe, du hast ganz kräftige Hände. Ja, also natürlich, das Skelett ist natürlich komplett betroffen. Ja. Aber man weiß eben mittlerweile, die Medizin weiß mittlerweile, je mehr Training du hast, umso stärker wird natürlich das alles. Ja. Und umso geschützter sind die Knochen. Ich pack mich nicht in Watte ein. Ja. Das wäre auch nicht der Punkt. Also so möchte ich nicht leben. Also dann ist es halt irgendwann schnell zu Ende und fertig. Gut, aus. Ist das eigentlich eine Erbkrankheit? Also wir sagen nicht so gerne Krankheit zum Beispiel. Okay. Ja? Weil im Moment bin ich ein bisschen erkältet, dann bin ich krank, dann fühle ich mich krank. Und so habe ich eben eine Behinderung oder eine Einschränkung. Mhm. Ich bin nicht so groß wie andere. Und insofern ist es eben so Gott gegeben. Und insofern ist es für mich keine Krankheit. Aber egal, wie du das Baby nennst, ja, es kommt einfach darauf an, wie du lebst. Und wir leben relativ gut, oder? Also ich, wie war das bei dir früher? Hast du nicht behinderte Freunde gehabt? Oder auch viele kleinwüchsige Freunde? Sowohl als auch. Also ich bin zum Beispiel auf eine ganz normale Regelschule gegangen. Und ich trinke erstmal einen Schluck. Lecker. Ein super Zeug. Also war in einem ganz normalen Kindergarten, war in einer ganz normalen Grundschule, Realschule, Gymnasium. Also das war alles normal, in dem Sinne, dass normalwüchsige Freunde hatte. Und bin aber früh in einen Kleinwuchsverein gekommen, beziehungsweise meine Eltern sind mit mir in einen Kleinwuchsverein eingetreten. Und dadurch hatte ich eigentlich, seitdem ich ein Jahr alt bin, schon Kontakt auch mit Kleinwüchsigen. Ja. Und von daher bin ich sowohl als auch aufgewachsen. Und deine Eltern waren wahrscheinlich auch völlig überrascht, als du auf die Welt gekommen bist, ne? Ja, meine Mama... Heute könnte man es wahrscheinlich untersuchen. Ja, meine Mama hat es während der Schwangerschaft noch erfahren. Ja. Zwar ein bisschen unsacht. Ihr Gynäkologe sagte damals, Frau Spindelndreier, Sie müssen sich vorstellen, Ihr Kind sieht später so aus wie die Clowns im Zirkus. Und sagt das mal einer Mutter, die gerade mit ihrem allerersten Kind schwanger ist. Ja. Das ist sehr nett, das Loch war tief, in das sie gefallen ist. Ja, zu meinem Vater hat nach meiner Geburt ein Arbeitskollege gesagt, und wann machst du ein zweites? Das erste ist ja nichts geworden. Ja, also heute kannst du für so einen Spruch jemanden anzeigen. Ja. Und mit solchen Dingen musste man sich natürlich auch also bei mir waren es die 70er, bei dir nicht, musste man sich zu der Zeit noch also eben. Also mein Vater war mit 14 an Kinderlähmung erkrankt, der ist also auch nur 1,49 groß geworden und hatte das, was man einen Buckel nannte und ist an den Spätfolgen dann auch gestorben. Und am Grab sagt der Hausarzt zu meiner Mutter, ne, Mutter von zwei kleinen Kindern, das hätte ich Ihnen längst vorher sagen können, dass der nicht lange lebt. Bei der Beerdigung. Was gibt es für Leute? Man kann sich das nicht vorstellen. Nee. Und so musst du eigentlich jeden Tag irgendwie, selbst jetzt heute in einer aufgeklärten Gesellschaft, jeden Tag irgendwie als Kampf sehen. Plus, du darfst es nicht bewusst als Kampf sehen. Mhm. Sonst versteinerst du nämlich innerlich. Du bist in dem Bewusstsein, du könntest ihn auch verlieren. Und wenn du das anfängst zu denken, dann hast du irgendwann Probleme. Ja. Manchmal sage ich auch echt, ich bin froh, dass ich klein geblieben bin oder klein bin, weil dadurch habe ich halt auch schon so viel Erfahrung machen können und so viele verschiedene Menschen kennengelernt. Ne? Wir hätten uns nicht kennengelernt. Nee, überhaupt nicht. Und da sage ich auch bei meiner Frau zum Beispiel, hätten wir nicht die gleiche Behinderung, wir wohnen 400 Kilometer auseinander, also jetzt nicht mehr, damals. und manchmal wäre es vielleicht besser. Komm aber, du nach Hause. Ja, genau. Ja, die sitzt ja da hinten. Die kann sofort alles abbrechen. Nee, aber wir hätten uns nie getroffen, nie. Also bitte die Zwiebeln drauf tun? Soll ich gleich noch mit dazu? Mit den Händen. Kommt da Öl jetzt auch mit drauf? Das mache ich oben drüber. Okay, willst du es? Ich will jetzt nur fragen. Ja.
Öl verhindert ja, dass das Salz ins Fleisch eindringt. Du hast recht, wir salzen erst und würzen auch. Und würzen das vielleicht komplett, also, und machen es am Ende mit Öl. Das Salz ein bisschen wenig, aber andererseits. Wir haben ja dann noch einen Streuer. Andererseits, der Kreuzkümmel, den liebe ich ja sehr. Den Geschmack mache ich so gerne. Das ist wirklich köstlich. Also, das muss ja auch in Frikadellen rein. Echt? Ja, ja. Gott, eine leichte Prise ist immer schön. Sag mal, Lilo, du hast die erfolgreichste, kann man sagen, Erotik-Show im deutschen Fernsehen moderiert. 700 Millionen Zuschauer. 750 Millionen Zuschauer allein in Deutschland. Das ist ja unglaublich, über 10 Jahre. Da müssen wir die Wiederholung mit das rechnen, spielt keine, ne, Rolle, das ist ja, ja, unglaublich. War da das Thema Behinderung, Erotik, Sexualität auch Du kannst es worden? Dir denken, eher selten. Ich habe nochmal nachgedacht, also ich erinnere mich, dass wir mal über, ja im Grunde über Sozialarbeiterinnen was berichtet haben, die, ja, also, wie soll ich das sagen, von außen betrachtet wird man sie vielleicht als Prostituierte sogar bezeichnen, aber die tatsächlich mit Behinderten Sex hatten, auf einer Ebene, die sehr liebevoll war, und das wurde natürlich auch honoriert, aber ich muss darüber hinaus sagen, fällt mir nichts ein. Aber es waren 545 Sendungen. Und da war vielleicht eine zu füllen mit dem Thema. Das ist schon richtig, ja. Ich habe Anna im Vorgespräch auch gefragt, so, wie das für dich wäre, ob du dir eher jetzt einen Behindertenpartner zum Beispiel vorstellen kannst oder nicht behindert. Manche setzen ja da komplett Prioritäten, weil ich kenne wirklich viele Leute, die sagen, für mich kommt nur ein nicht behinderter Partner in Frage. Ich war da anders. Für mich kam zum Beispiel nur eine behinderte Frau in Frage. Ja, und bei mir ist es so, dass mir das eigentlich wurscht ist, genau. Also ich sage immer, A, erstmal zählt das Innere und B, lasse ich mich einfach auch von dem überraschen, was da kommt. Ne? Und wenn es dann halt ein großer Mann ist, dann ist es halt ein großer Mann. Und wenn es ein kleiner, müßiger Mann ist, dann halt ein kleiner Mann. Das ist schon ganz fantastisch. Das ist super. Willst du weitermatschen, wenn ich jetzt das Öl rüberschütte? Alles. Haben wir die Mettenzesten, hast du auch schon drin? Alles da? Drin. Dann können wir das, wenn das Öl mit drin ist, noch ein bisschen noch mit den Zwiebeln bedecken. Zwiebeln rüberlegen. Sehr schön. Ach, das sieht ja super aus. Also heute, von der Höhe meines Alters her, würde ich sagen, ich würde nach jemandem gucken, der den gleichen Lebenshintergrund hat oder die gleichen Erfahrungen gesammelt hat. Wenn man jung ist, ist es letztendlich sowieso egal. Ne? Also wenn man sich verliebt, das kann es ja eh nicht steuern. Klar. Das passiert. Aber das wäre für mich, also man sagt ja auch gleich und gleich. Andererseits sagt man auch, Gegensätze ziehen sich an. Aber ich glaube, das mit den Gegensätzen ist eher eine Frage der Jugend. Also nach meinen Erfahrungen ist es schöner, wenn man schon einen gleichen Level hat. Irgendwie. Also das kenne ich auch. Ich bin jetzt noch nicht ganz 40, aber selbst da merke ich schon, dass so die Gemeinsamkeiten eine viel wichtigere und wesentlichere Rolle spielen als dieses Gegensätzliche. Und man muss es ja auch sagen, also meistens fängt es ja mit einer sexuellen Verliebtheit an. Und die verblasst dann ja, wenn nichts anderes da ist. Und dann hast du gar nichts mehr. Richtig, ne? Ja. Und also, haben ja Behinderten da eigentlich vielleicht so eine Art Schutzfunktion? Dass eben gerade bei Behinderten, mit denen, wo es eben nicht so schnell ums Sexuelle geht, eine andere Ebene kommt. Dass man sich erstmal anders kennenlernt. Ist das eine Schutzfunktion? Hast du da mal drüber nachgedacht? Interessanter Aspekt. Ja, aber so darüber nachgedacht habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber weißt du, die Verliebtheit kannst du ja echt nicht steuern. Eben, also entweder also es erwischt oder einen was? Und im schönsten Fall bei beiden. Und da denkt man sowieso nicht mehr. Dann ist das ja so eine Mischung aus Wahnwitz und Geilheit und Optimismus und alles ist wunderbar und du denkst ja gar nicht mehr. Und es darf ja auch sein. Ich meine, wenn du nach der zweiten Woche Pläne für die Zukunft schmiedest, das ist ja nicht wirklich realistisch. Nee. Ne? Das ist ja schon klar. Was denkst du eigentlich, wie die Sendung heute aussehen könnte? Also gerade auch mit dem Thema Behinderung. Meinst du, dass sich die Behindertenszene also so emanzipiert hat? Schon? Die letzte lief 2004. In der Zeit hat sich eine Menge getan. Ja. Und so kämpferische Menschen wie du sorgen sicherlich dafür, dass das Thema präsenter ist. Anna, wie kamst du eigentlich auf diesen leidenschaftlichen Wunsch mit der Fotografie? Das ist ja doch, wie vorhin schon gesagt, ein ungewöhnlicher Beruf. Ja. Für eine kleine Frau und deine Eltern, wie haben die reagiert? Wie haben Eltern reagiert, wenn das kleinwüchsige Kind sagt, Mama, ich werde jetzt Fotografin. Nein, also fotografiert habe ich immer schon sehr gerne. Ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass ich mit 9 Jahren von meinem Patenonkel damals zur Kommunion meine allererste eigene Kamera bekommen hat. Da, wo man noch damals Filme einlegte. Und seitdem wurde halt irgendwie alles auf Zelluloid gebannt, was mir in den Weg kam. Und klar, als ich dann
aufs Ende der Schulzeit zuging, kurz vorm Abitur stand, habe ich mich natürlich gefragt, so, und was jetzt? Und habe dann natürlich auch ein bisschen mit mir gehadert und dachte, ja gut, jetzt sofort Fotografin werden, ist vielleicht nicht ganz so der beste Weg. Der erste Gedanke, den ich natürlich hatte, war, du bist sehr viel auf Achse. Also ich bin natürlich die ganze Zeit am Laufen. Und auch nicht ich stehe 8 Stunden im Studio. Was für mich ein Schritt ist, sind für dich wahrscheinlich 4. Genau. Und das waren halt so die ersten Bedenken, die ich hatte. Und dann habe ich gesagt, gut, ich war schon immer ein kreativer Mensch. Also so der stupide Bürojob, das war mir von vornherein klar, da werde ich unglücklich. Mhm. Und ich wollte auch keine Abstriche machen. Ne? Ich habe gesagt, so, ich möchte jetzt mein Ding machen, ich möchte mein Ziel, was ich mir so gesetzt habe, auch verwirklichen. Und habe dann erst angefangen, mich als Mediengestalterin zu bewerben, weil das wäre nochmal so ein bisschen Büro und ein bisschen Kreativität. Aber sehr wenig Kreativität, muss ich dir sagen. Ich habe in der Familie auch einen Mediengestalter, der ist nicht glücklich. Ja, das habe ich mittlerweile auch schon erfahren. Der wollte Kunst machen und jetzt ist er Techniker. Ich wasche mir mal eben die Pfoten, aber redet weiter. Ja, und habe mich dann halt angefangen zu bewerben und das hat dann leider auch nicht ganz so gut geklappt. Ne? Also es kam viele Absagen, weil es in der Medienbranche irgendwie als behinderter Fuß zu fassen ist nun mal nicht so einfach, du kennst es. Genau. Und ja, dann habe ich mich irgendwann entschlossen, zweigleisig zu fahren und habe gesagt, gut, warum nicht versuchen, als Fotografin zu bewerben? Mhm. Ja, schlussendlich ist es dann doch geworden. Über eine Lehrstelle dann. Über eine Lehrstelle, genau. Was aber auch lange gedauert hat. Ich meine, ja, also so ich habe insgesamt anderthalb Jahre nach einem Ausbildungsplatz gesucht damals. Ja. Habe dann die Zeit mit Praktika in der Werbeagentur und sowas überbrückt. Und glaubst du, dass du auch sogar so weit gehen könntest, vielleicht Pressefotografin zu sein? Oder ist das dann wirklich ein Problem mit der Größe? Ja, also dann, ne, ich sag zwar immer, also ich versuche den Leuten immer meine Perspektive zu verkaufen, aber ich kann sie ihnen nicht aufzwingen. Und Pressefotograf ist natürlich, der muss sehr schnell in der Reaktion aus sein. Das sind ja auch meistens im Moment noch nur alles Männer, die ja eh keine Rücksicht auf aber Verluste nehmen. Aber vielleicht wärst du dann gerade so eine Rarität und eine Figur, wo es funktionieren würde. Das weißt du nicht. Aber gut, ich meine, ich kenne deine Fotos und da hast du es einfach fast nicht nötig, Pressefotografin zu sein. Also ich dachte jetzt nur auch an die Herausforderung. Also ja klar, also ich laufe auch meistens immer irgendwie mit einer kleinen Leiter doch durch die Gegend, um mich dann auch schon den Perspektiven ein bisschen anzugleichen. Ja. Aber natürlich für mich ist es ein bisschen einfacher und sicherer, oder ich fühle mich einfach im Studio etwas sicherer. Na gut, wir müssen ja jetzt auch sagen, du stehst ja jetzt auch hier auf einer Box. Wie würde das denn aussehen, wenn du neben die Box Ich bin doch gerade zum Kühlschrank gegangen. Ja, aber so mal im Vergleich zum Tisch, weil also im Prinzip, wir müssen ja jetzt mal unsere Schummelei zugeben. Ja, ja. So, da bin ich noch kleiner als Anna und wir haben halt einfach ein bisschen getrickst, liebe Zuschauer, aber das ist ja kein Problem. Wir kommen auch gerne wieder hoch. Fotograf trickst auch mit Photoshop. Aber guck mal jetzt hier, ne, in dieser Küche. Anna kommt jetzt nicht an den Wasserhahn. Tja, was machen wir da? Und keiner hilft dir. Wie soll ich dir jetzt helfen? Wohnst du alleine oder? Ich helfe mir alleine. Ich helfe mir immer alleine. Ah ja. Also das braucht meine Mama auch, wenn sie im Rollstuhl sitzt und so einen Greifarm, wenn ihr was runterfällt. Ich hatte früher an nur solchen Küchen gekocht. Nur. Und noch nicht mit dem? Nicht mal mit dem Rollstuhl. Und dann auf der Höhe von der Pfanne, ne? Brat mal da was. Ja. Nicht schön. Nicht Hast du angestellt? Ja, aber Lilo, zu deiner Frage zurück. Ich wohne in der WG. Also Entschuldigung. Mal, ich stoße oben an. Ich stoße mir die Börse. Ich bin auch erst vor 6 Monaten aus dem guten mütterlichen Zuhause ausgezogen. Und war da zu Hause was für dich eingerichtet speziell? Nee. Also ich hatte einen einzigen Hocker und der stand im Badezimmer. Und ansonsten habe ich mir halt immer einen Stuhl vor die Herdplatte geschoben. Mhm. Beziehungsweise meistens stand das Abendessen ja schon auf dem Tisch. Wenn ich das ist jetzt natürlich nicht so. Alles ich bin ja ein Kochlegastheniker. Ja, aber du lernst ja was von uns. Aber schade, dass es keinen Riechfernsehen gibt. Das ist das ist bei einer Kochsendung sowieso immer gemein. Ne? Sag mal, du hast das Schmidt-Tivoli mitbegründet. Ja, das Schmidt-Theater. Schmidt-Theater. Ja. Das Tivoli kam erst, also das Schmidt-Theater war 8.8.88. Okay. Alle sind zum Standesamt gerannt. Die Hälfte ist inzwischen wieder geschieden und wir haben das Theater geheiratet. Und habt es immer noch. Nein, ich bin schon vor etlichen Jahren ausgeschieden. Aber das Theater gibt es noch. Das Theater gibt es. Ja, ja. Und dann haben Corny Littmann, mein Kompagnon von damals, und Norbert Aust 2 Häuser weiter das Schmidt-Tivoli aufgemacht. Mhm. Da war ich dann aber im Grunde gar nicht mehr
Kompagnon oder wie immer man das nennen will. Gar nicht, noch gar nicht wenden. Das dauert noch. Ich mache das so gerne. Ja, ich auch, aber die ganzen Köche beschimpfen mich immer, weil ich auch immer nach 10 Sekunden schon anfange. Lassen wir es ein bisschen anbrutzeln. Lassen wir es ein bisschen. Boah, das riecht super, wirklich. Ganz toll. Oh, Mensch. Trink einen Schluck. Bier. Ach, Freunde, ist das anstrengend hier. Kochen und trinken, das geht einfach gar nicht zusammen. Wir müssen das vielleicht erzählen. Dieses Bier schmeckt sehr süß. Aber gerade das ist das, was es so lecker macht. Ist wirklich köstlich. Steht mit Tequila drauf. Ja, und dann kamst du zu Wahre Liebe. Wir haben ja damals, also 88, der Schmidt aufgemacht, nachdem wir vorher als reisende Theatertruppe schon lange unterwegs waren. 89 kam die Schmidt-Mitternachtsshow. Die Älteren werden sich erinnern. 4 Jahre eine schrille Show aus dem Schmidt-Theater. Du kannst die gar nicht kennen, nein, weil das schon so lange her ist. Nee, die Anna und der Küken hier. Und dann war Schmidt-Show war Silvester 93 zu Ende und im Sommer 94 wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, eine Sendung bei Vox zu moderieren. So, wenn du 25 bist, bist du Jahrgang 87. Genau. Na gut, aber dann hast du vielleicht noch so das Schlussgewitter mitgekriegt. Also Lilo hat dich aufgeklärt eigentlich. Ja? Gib es doch zu. Stimmt, ich habe nie die Bravo gelesen. Es war Lilo. Du machst ja auch Touren auf St. Pauli. Ja, ich habe letzten Sommer angefangen, Touristen und auch Einheimische über St. Pauli zu führen. Und das macht richtig Spaß, weil ich im unmittelbaren Kontakt bin mit den Menschen. Es ist am Anfang, jetzt hat die Saison gerade wieder angefangen, also doch ziemlich anstrengend, aber nach einer gewissen Zeit bin ich dann auch gut im Training. Und ich fürchte so ein paar Großereignisse, ne? Also wenn jetzt die Großleinwände sind und Europameisterschaften, oder das wenn... Ist schlecht fürs Geschäft, ne? Nee, gar nicht mal, aber es ist dann so laut und es bordet über. Ja. St. Pauli hat sich so verändert, also es ist klein Las Vegas inzwischen. Und manche unserer Besucher springen dann auch also höher als früher, ne? Oh Gott. Ja. Wir sollten auch mal so eine Kiez-Tour machen, ne? Wenn wir beide nach haben. Wir haben schon gesprochen, mal okay. So im Vorgespräch. Also wäre schon eine Nummer. Ja. Also, da kommt dann schon wieder die Schande, dass manches eben nicht rollstuhlgerecht ist, ne? Ja, ich habe dann ja irgendwie Anna dabei. Und ich nehme deinen Huckepack. Dann das machen, was wir Rollifahrer nicht können und uns helfen. So ist es, wie sagt man immer so schön in Behindertenkreisen, Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Wunderschön. Ja. Was ist für dich eigentlich als Fotografin so ein richtig geiles Bild, wo du sagst, jawohl, das ist mein bester Schuss gewesen? Das sind Bilder, wo ich hängen bleibe. Also, ne, wo ich drauf gucke und hängen bleibe, weil ich mir oder weil ich mich frage, was ist die Intention des Bildes? Beziehungsweise, weil es ganz viel zu entdecken gibt auf dem Bild. Ne? Und das ist für mich ein gutes Bild. Das ist, also man kann nicht sagen, das ist das und das Motiv. Ne? Jeder empfindet ja auch einer was anderes. Einer meiner Freunde ist ein wirklich sehr guter Fotograf, ein berühmter Modefotograf. Und der macht auch immer alle Jahre mal von mir die Bilder. Und das Tolle ist, wenn man Porträts macht, das ist ja eine Zusammenarbeit. Ne? Genau. Und wir machen, weiß ich nicht, 50 Fotos und wir wissen beide, Das ist es. Wir brauchen gar nicht gucken. Das war's. Weil da ein magischer Moment entsteht zwischen dem Fotografen und dem Objekt, sage ich mal. Und man weiß es einfach. Ja. Fotografierst du lieber Menschen oder Landschaften oder Architekten? Menschen. Auch Menschen. Also weil ich auch die Interaktion so gern mag. Ne? Und klar, so ein Objekt, wenn das mal 5 Stunden in der Leuchte steht, dann meckert das immer noch nicht. Ne? Das ist immer der Vorteil. Ein Model wird dann irgendwann nördlich. Wir sind ja fast schon durch mit unserem leckeren Gericht, der Reis. Brauchen noch einen Moment. So an euch beiden Damen. Habt ihr einen Zukunftswunsch? Wie könnte eure Zukunft aussehen? Das finde ich immer so eine ganz spannende Frage, wie die Leute sich so das weitere Leben vorstellen oder wünschen. Also mein großer Traum ist einfach von der Fotografie dauerhaft leben zu können. Ne? Und natürlich im Hinterkopf spielen dann immer die Gedanken so, hoffentlich geht das dann auch körperlich so gut weiter, ne? Dass nicht irgendwann das ist der Reis. Red ruhig weiter, ja. Ja, das, ne, auch meine Knochen schmerzen ein bisschen nach einem 8-Stunden Shooting. Ne? Ja. Oder wenn ich weiß nur noch nicht wie. Ich komme, warte, ich eile. Nee, es ist. Hast du es? Es ist und drehen, genau.
Also ich wühle mal jetzt nach unten durch, ob das unten... Das sieht doch schon gut aus. Ja. Man weiß ja, Wildreis gemixt mit anderem Reis. Kannst du das bitte noch mal in die Kamera sagen? Man weiß ja, Wildreis gemischt mit anderem Reis braucht ein bisschen länger. Ein bisschen nussig und kernig dabei auch sein. An sich ein schöner Geschmack. Ja. Und wenn wir das jetzt mischen mit unserer Soße... Lecker, das ist köstlich. Sehr fein. Ja, ja, Anna, wir haben dich jetzt durch den Reis unterbrochen. Also du hoffst natürlich, du kannst von der Fotografie leben. Ja, genau. Also ich merke einfach, wenn ich ein 8-Stunden-Shooting hinter mir hatte, dann merke ich am Abend, dann bin ich platt. Ne? Oder auch wenn ich irgendwie 4 Tage mit der Kamera unterwegs war, dann merke ich natürlich Muskelverspannung und sowas. Ja. Und da hoffe ich einfach... kreativ sein ist auch anstrengend. Genau. Ja. Ne? Also ist zwar schön, wenn die Ideen sofort auf Anhieb kommen, aber manchmal muss man auch ein bisschen länger nachdenken. Und manchmal merkt man dann auch, wenn man was tut, das klappt gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Sondern man muss dann nochmal alles umdisponieren. Bei dir, nach so viel Erfolg, kann man ja eigentlich sagen, komm, ich ziehe mich zurück auf meinen Bauernhof, genieße mein Leben und alles ist gut. Da wir, ich aber nur. Nein, ich werde auch noch weiter arbeiten wollen und müssen. Was soll ich auch sonst machen? Ja? Kann ja auch langweilig werden. Eben, also... Das klingt jetzt wie eine Schmeichelei oder anbiedern, aber richtig fotografieren will ich noch. Das wird ja nun heute leichter mit den digitalen Kameras. Und ich habe natürlich auch meine Erfahrung über Beleuchtung und über Ausschnitte und so weiter. Das wird noch mal irgendwann mich beschäftigen. Und ansonsten bin ich dazu verdammt und zugenäht, bis ans Ende meiner Tage Lilo Wanders zu sein. Irgendwie sind wir alle zu Ähnlichem verdammt. Also naja, meinem Schicksal entkommt man ja auch nicht. Ich muss mal natürlich. Rühren. Ich habe schon ein bisschen runtergedreht. Ich glaube, wir können das. Das ist ganz, ganz, ganz lecker. Vielleicht mache ich noch ein Restaurant auf. Das wäre doch auch noch. Ach, da machen wir mit. Da gehe ich in die Küche und schnippel dir die Zwiebeln und den Knoblauch. Und ich mache dann auch noch Tricks bei. Ich mache dann die Werbung für euch. Die super, dann sind wir doch schon ein prima Dreamteam. Ja, und ich freue mich jetzt tierisch aufs Essen mit euch. Und dass das so eine nette, lustige, geile, gesund funktionierende Sendung war. Ja, schön, ne? Und dann gehen wir rüber an den Tisch. Schön, herzlichen Dank, dass ihr da seid. Gerne. Ja, noch. Und dann gehen wir rüber zum Essen. Ich sah aber schon.